ist da. Ja, herzlich willkommen all denjenigen, die da sich jetzt auch eingeschaltet haben, auch zusehen, insbesondere an Martin Schulz, ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, langjähriger Kollege im Bundestag, versierter Europapolitiker, ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, ja, miteinander über das Thema Europa zu sprechen. Sehr großes globales Thema, wenn man sagt Europa und dann fängt man an, das runter zu buchstabieren. Aber man muss ja auch sagen, wenn man in unserem Wahlprogramm ist ja der SPD ist Europa ja immer ein Kernthema gewesen. Immer integraler, zentraler Bestandteil unserer Vorstellung, wie entwickelt sich auch die Weltlage wieder. Nicht nur, wenn es um Frieden geht, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es um Arbeitsmarkt geht, wenn es um Finanzpolitik und soziale Fragen geht, also das Thema Europa als Perspektive für die Menschen auf diesem Kontinent, hat für die SPD immer eine große Rolle gespielt, spielt eine große Rolle und wir können uns auch anders gar nicht vorstellen. Es gibt in Europa andere, die sehen das auch anders. Und das ist ja auch ein schwieriges Spannungsfeld innerhalb Europas, ist einmal die Kräfte zusammenzubekommen und mit dem Erstarken von Nationalisten und Rechtskonservativen ist es ja nicht besser geworden. Im Gegenteil. Das sind diejenigen, ich glaube, die uns auch an der Stelle große Probleme bereiten, wie sich dieses Europa weiterentwickelt. Aber herzlichen Dank, dass du für uns Zeit gefunden hast, dass wir miteinander darüber reden können. Auf den Schnack heißt in Westfalen schnacken miteinander, heißt sprechen miteinander. Und in unserem Gespräch dann auch eure Ideen zu entwickeln, vielleicht auch zu sagen, in welche Richtung soll das denn alles weitergehen. Ja, nochmal herzlichen Dank. Ich würde dir als Erste so zu der Einschätzung der aktuellen Lage, wie kann man das kurz umreißen, einfach das Wort geben wollen, damit wir so einen Einstieg haben. Die aktuelle Lage ist schwierig. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union großen Reformbedarf haben. Die Europäische Union wird an der Spitze ihrer Institutionen, insbesondere die Kommission, auch nicht sehr professionell geführt. Ich glaube, dass die Art und Weise des Zustandekommens der Wahl von Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin schon signifikant dafür war, dass eine der größeren demokratischen Errungenschaften der letzten Jahre, nämlich diesen Spitzenkandidatenprozess, an dem ich ja selbst sehr intensiv bei seinem Zustandekommen beteiligt war, wieder abgeräumt worden ist unter dem Druck von Emmanuel Macron, der ein weiterer Punkt, der so widersprüchlich in seinem Handeln ist. Einerseits hält er weitreichende Reden mit weitreichenden Forderungen für die Reform der EU. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann wird er zum französischen Interessentaktiker. Alles Dinge, die keine guten Signale sind. Auf der anderen Seite, wir haben die Chance, am 26. September mit dieser Stagnation in der Europäischen Union auch dadurch aufzuhören, dass ein deutscher sozialdemokratischer Bundeskanzler, ich glaube, dass Olaf Scholz große Chancen hat, das zu werden, der Europa neben Respekt und Gerechtigkeit an die und Zukunft an die Spitze seiner konzeptionellen Vorstellungen gesetzt hat. In der Kombination mit einem französischen Staatspräsidenten, der ein Pro-Europäer ist, das muss man schon sagen, und einem italienischen Premierminister, der ausgewiesener Europa-Experte ist. Und ich nenne diese drei Länder, weil die drei Länder gemeinsam die drei G7-Staaten in der EU sind. Und wenn die alleine ihre gemeinsamen Ideen in Europa und aus Europa in die G7 hineinbringen, kannst du schon mal sehen, welche Dynamiken da entstehen können. Das konnten wir gerade sehen, als Olaf Scholz die Mindestbesteuerung von Großkonzernen auf diesem Weg Europa G7, G20 und OECD mitgenommen hat. Plötzlich haben wir eine Bewegung, dass die Reichsten, die am wenigsten Steuern zahlen, zukünftig zur Steuer herangezogen werden. Also ich glaube schon, dass wir Reformbedarf haben, aber ich glaube auch, dass es Reformmöglichkeiten gibt und Innovationsmöglichkeiten. Deshalb ist der 26. September, wenn die Politik der Sachverwaltung und der Reaktiven, Angela Merkel war reaktiv in der Europapolitik. Immer dann, wenn eine Krise da war, hat sie das ganz gut gemacht, aber sie hat nie von sich aus Initiativen ergriffen, die diesen Reformstau in Europa aufgelöst hätte. Und man muss einfach sehen, dass mit Ursula von der Leyen, wem erzähle ich das als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, das hast du sie ja als Selbstverteidigungsministerin lange genug erlebt,
Ich glaube nicht, dass mit Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission eine innovative Kraft in Europa handelt. Und Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, Nachfolger von Donald Tusk, findet, glaube ich, in der internationalen Politik so gut wie nicht statt. Deshalb, ich setze da auf den 26. September große Hoffnung. Also, wo du das ansprichst, ja, nicht nur im Verteidigungsbereich, sondern auch, aber auch dem heraus die Erfahrung, dass, sagen wir, Deutschland jenseits seiner Möglichkeiten, das hat sich da immer zurückgenommen hat. Und auch, dass dem, also das Feld auch mal Initiativen, sagen wir, innovativ zu sein, wie du es auch gesagt hast, immer anderen überlassen hat und reaktiv dann nur reagiert hat, wenn irgendwie wo zu reagieren war. Und da habe ich auch den Eindruck, dass wir an der Stelle sehr deutlich ja auch über die Bundesregierung uns positionieren müssen. Eine wesentliche Rolle hatte da das Kanzleramt und das hat nicht agiert, sondern es hat zugewartet. Klar. Aber in welche Richtung, das ist ja auch die Aufgabe, naja, nicht zu führen, das ist ein falscher Begriff davon, aber innovativ zu sein, Vorschläge zu entwickeln, offensiv auch und aktiv in Diskussionen mit einzubringen, die auch zu organisieren auf der europäischen Ebene, andere dazu einzuladen. Ich meine, wir haben das ja als Abgeordnete zum Teil mehr gemacht als andere, die es eigentlich hier noch machen müssten. Auch eine originäre Aufgabe des Parlaments. Deshalb fehlt uns ja jetzt auch in anderthalb Jahren, in 2 Jahren die Möglichkeit, Kontakte so aufzunehmen zu anderen Abgeordneten und Parlamentariern, wie wir es eigentlich bräuchten, um auch Ideen in dem Zusammenhang zu entwickeln. Und dann immer zu sagen, ist es die Verantwortung der gewählten Abgeordneten auf der europäischen Ebene wie auf der nationalen Ebene. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Man darf in der parlamentarischen Demokratie auch in der transnationalen Zusammenarbeit, in der supranationalen Zusammenarbeit, die Initiative nicht nur den Exekutivorganen überlassen. Das war ja einer der Punkte, wo ich als Präsident des Europäischen Parlaments darauf zu achten, dass bei dieser Machtkonzentration, die es im Europäischen Rat, vor allen Dingen der Staats- und Regierungschefs gibt, aber auch in den Ministerräten, wo ja geballte, souveräne, staatliche Macht zusammenkommt in Brüssel und hinter verschlossenen Türen in der Regel handelt, dass die Entscheidungen und Debattenprozesse, die dort abliefen, dass die legitimiert werden müssen, sowohl von dem Europäischen Parlament als auch von dem nationalen Parlament. Die Kommission ist integral dem Europäischen Parlament verpflichtet, aber sie ist nur ein Organ. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs ist das stärkste Organ. Und dieses Organ ist in seinen Einzelteilen, also das einzelne Mitglied, Bundeskanzler, Staatspräsident, Regierungschef, nur seinem nationalen Parlament verantwortlich, nicht dem Europäischen Parlament. Der österreichische Bundeskanzler entscheidet aber im Europäischen Rat so mit oder Schicksal des deutschen Volkes wie der deutsche Bundeskanzler über die Österreicher oder die Italiener oder der spanische Ministerpräsident über das, was die Polen betrifft. Aber verantwortlich dafür sind sie immer nur ihrem nationalen Parlament. Meine Idee war immer, und das spricht ein bisschen in die Richtung dessen, was du gerade beschrieben hast, das ist ja in der Verteidigungspolitik noch viel stärker ausgeprägt, in der Sicherheitspolitik, sie einzuklemmen, die Exekutivorgane, zwischen einer europäischen parlamentarischen Ebene und einer nationalen parlamentarischen Ebene, dass sie dazwischen sich bewegen, von beiden Seiten kontrolliert werden. Wir haben lange dafür kämpfen müssen, das Bewusstsein zu entwickeln, dass nationale Parlamente, das Europäische Parlament keine Gegner sind, sondern Partner in der Kontrolle dieser exekutiven Macht, die in Europa extrem ist und die auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern als befremdlich empfunden wird, weil die Macht wirkt bis in unser alltägliches Leben, aber die Bürger wissen nicht, warum. Und wie kann ich darüber informiert werden? Wie kann ich mich notfalls auch dagegen wehren? Deshalb glaube ich, dass da Reformen unbedingt erforderlich sind. Und wenn ich an die Sicherheitspolitik denke, an die Sicherheitsarchitektur, ist das ja noch stärker, weil natürlich die Parlamentarische Versammlung der NATO, die Parlamentarierversammlung der NATO im operativen Bereich nur begrenzt einwirken kann. Umso wichtiger wäre es, dass die nationalen Parlamente und die nationalen Parlamentarier untereinander viel stärker sich vernetzen können, um darauf Einfluss zu nehmen. Und da hast du recht, das hat natürlich die Corona-Pandemie
noch ein Stück gebremst. Insofern haben wir da auch einen großen Nachholbedarf. Ja, und da gibt es ja also eine Schwäche auch im Vertrag von Lissabon, weil man hat die Abgeordneten, die parlamentarischen Ebenen vergessen und die Institutionen, die wir jetzt haben, wo wir auch institutionalisiert zusammenarbeiten, ist eine Vereinbarung der nationalen Parlamentspräsidenten, diese Und dann, Einrichtung zu schaffen. klar. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Aber wir haben noch keine andere Form gefunden. Ist auch schwierig, eine andere zu finden, das zu institutionalisieren. Deshalb kommt es noch stärker auf das Europäische Parlament an, Ja, klar. dort auch genau die Bühne zu schaffen, in der die Kooperation auch organisiert wird. Und wenn ich heute treffen sich ja die Verteidigungsministerin, Verteidigungsminister, um über Afghanistan zu sprechen, dann lese ich die Pressemitteilung, wo dann oder die Presseverlautbarung, wo dann steht, naja, Europa hat versagt. Es ist ein ganz schräger Begriff, der da benutzt wird. Europa hat diese Fähigkeiten nicht wie andere, um auch durchhaltefähig Einsätze zu gestalten, wenn sie das überhaupt wollen. Ja. Und dann mal so lapidar wie unsere Verteidigungsministerin zu sagen, Europa und die NATO haben in Afghanistan, sie haben es nicht gepackt. Es ist aber schon eine Begrifflichkeit, wo ich sage, naja, und nun, was kommt denn nun? Wir haben ja in unserer Arbeitsgruppe, um diesen Bereich der Verteidigungspolitik, die bleiben der Bundestagsfraktion, ein Modell entwickelt der Armee der 28, mit der entsprechenden Unterstellung unter ein europäisches Kommando. Und haben das ausgerollt. Also die Plattform für so eine Diskussion haben wir schon geschaffen. Und die ist auch da. Das muss an der Stelle denn dann nur geschehen und so neue Vorschläge brauchen wir da gar nicht. Sie liegen auf dem Tisch, man muss sie weiterentwickeln. Ich glaube, dass das schwierig sein wird. Du hast recht, man muss Langzeitziele beschreiben. Aber ich will nochmal zurückkommen, was die Sicherheitsarchitektur in unserer Europäischen Union angeht. Du erinnerst dich an den Pralinengipfel. Gerhard Schröder hat gemeinsam mit Jacques Chirac zu Beginn der Nullerjahre, damals unterstützt von Juncker als luxemburgischen Premierminister und von der belgischen Regierung, die Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland, aufgerufen, eine Idee zu entwickeln, die es ja schon mal in den 50er und 60er Jahren gab, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die zugleich Mitgliedstaaten der NATO sind, sich innerhalb der NATO zu einem europäischen Verbund zusammenschließen. Und wir müssen ganz nüchtern uns darüber im Klaren sein, dass die politischen Dispositionen der Vereinigten Staaten von Amerika sowohl politisch als auch militärisch nicht zwingend mehr auf Dauer deckungsgleich sind mit unseren Interessen. Und deshalb glaube ich, ist die Überlegung, dass wir selbstständiger, autonomer, sowohl politisch unter dem Dach der NATO werden müssen, als auch handlungsfähiger, operativ, militärisch innerhalb der NATO als europäischer Teil der NATO. Ich glaube, das ist völlig klar. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass bei dem jetzigen Treffen der NATO-Außen- und Verteidigungsminister, das du ja eben erwähnt hast, darüber auch geredet wird. Darüber zu lamentieren, wer was nicht gekonnt hat, nutzt uns jetzt nichts mehr. Wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir diese Defizite abgebaut? Denn eine Sache ist völlig klar: ziehen sich die Amerikaner Hals über Kopf zurück, sind die anderen nicht in der Lage, alleine und selbstständig entsprechende Strukturen aufrechtzuerhalten. So, insofern müssen wir uns entscheiden: wollen wir weiterhin der Annex der Vereinigten Staaten von Amerika sein oder schaffen wir es, eine komplexe, zugegebenermaßen komplexe, aber notwendige europäische Struktur aufzubauen. Und daran muss gearbeitet werden. Und ich glaube, dass diese Idee des, ich nenne das nochmal Pralinengipfel, hieß er, weil er eben in Brüssel stattfand, in der Stadt der Pralinen, diese Idee der Europäisierung dieses europäischen Teils der NATO, ich glaube, daran muss man arbeiten. Ja, und das bedarf aber genau, sagen wir mal, einer Führung von vorne. Also das wird bei den breiten Aufstellungen, die wir einnehmen müssen, auch eine Frage sein, die sagen wir mal,
in dem Koalitionsvertrag im zukünftigen, weil eben ein Schließenmarkt eine wichtige Rolle spielen muss, um die Botschaft daraus zu entwickeln, das geht in Europa nur gemeinsam. Und ich meine, eine Botschaft, die wir eher aussenden als Sozialdemokratie, weil wir diese Botschaft auch immer ausgesendet haben und immer gesagt haben, das ist die Perspektive, die wir brauchen. Und deshalb ja, so recht, dafür brauchen wir in der Tat so ein Kanzleramt, das auch die Führung an der Stelle in die Hand nimmt. Bei der Frage, wie kann man sich da vorstellen, also bei den Gesprächen mit Olaf Scholz darüber, war immer das Thema die europäische Perspektive immer ein ganz zentraler Punkt. Wir haben ja viele Gespräche über diese Fragen geführt. Immer ein zentraler Punkt, Europa mit der nötigen Schubkraft auch aus Deutschland eine Perspektive zu geben und vielleicht nicht das zu sehen oder zu tun, was ich auch auf der französischen Seite oft erlebe, europäisch formulieren, aber wenn es in das kleine Gras geht, in nationales Denken zurückzufallen oder in nationale Interessen. Ja. Dem kann man aber eine Paroli bieten, wenn man selber eine Idee hat. Und wenn man sich auch entsprechend aufstellt und an der Stelle auch Einfluss nimmt und Diskussionen dann auch führt und anregt und initiiert. Und da sehe ich auch so, das muss in der nächsten Legislaturperiode passieren, weil auch dort haben wir keine Zeit mehr. Wir können es nicht laufen lassen. Das ist eine Herausforderung für die Bundesrepublik Deutschland, völlig klar. Wir müssen auch als sozialdemokratische Partei in Deutschland die notwendigen Fragen klären. Das ist völlig, das liegt auch daran, dass ein deutscher Bundeskanzler, der von unserer Partei gestellt wird, im Bereich der europäischen Sicherheitsarchitektur, die zurzeit immer noch sehr stark NATO-basiert ist und das auch noch auf lange Sicht bleiben wird, so dass wir, wenn wir einen Reformprozess da anstoßen wollen, uns darüber im Klaren sein müssen, dass dieser Reformprozess nicht nur nach deutschen Bedingungen läuft. Also man kann nicht hingehen und sagen, wir reformieren jetzt die NATO und dann beschließen wir was und alle haben dem zu folgen. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass andere Länder auch Vorstellungen haben und darüber werden wir reden müssen. Ich glaube, dass wir da in der SPD ein paar Schritte in den letzten Monaten vorangekommen sind, aber mit Olaf Scholz haben wir auch einen sehr erfahrenen internationalen Politiker, der, glaube ich, auch das Verhandlungsgeschick, das hat er gerade erst bei der Steuerpolitik, das habe ich ja eben erwähnt, bewiesen. Das wird er, glaube ich, auch in der Sicherheitsarchitektur machen. Was wir als Sozialdemokraten in Europa auch anstreben müssen, ist, dass wir immer die militärische Komponente kombinieren müssen mit einer politischen. Das heißt, wir brauchen Rüstungsbegrenzungsinitiativen, wir brauchen Abrüstungsinitiativen, wir brauchen Dialogplattformen, übrigens insbesondere auch mit Russland. Die müssen nach wie vor verstärkt werden. Das heißt nicht, dass wir bejahen, was die russische Regierung tut. Aber ohne Dialog mit Russland, der zweitstärksten atomar gerüsteten, vetoberechtigten Mitgliedsnation des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, ohne die wird es kaum eine Lösung internationaler Konflikte geben. Wer also Konfliktlösungen nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch will, muss die Dialogformen mit der russischen Föderation verändern, verstärken, verbessern. Auch das gehört zu, das ist eine bittere Wahrheit, aber das ist so. Wir haben mit Brezhnev Abrüstungsverträge geschlossen. Deshalb glaube ich, dass man mit der Regierung von Putin durchaus Dialog führen kann. Man muss das nur anstreben. Ja, ich sehe da auch bei den schmalen Dialogen, die es auch mit Abgeordneten aus Russland gibt, es blitzt aber immer auch immer wieder das Interesse daran durch. Also es gibt kein Interesse daran, glaube ich, Konflikte weiter zu schüren und weiter zu entwickeln. Und diese Frage der Vertrauensbildung und der vertrauensbildenden Maßnahmen ist ja nun mal ein Kernstück von Friedenspolitik, von Abrüstungspolitik, wo wir auch unsere östlichen Partner auch mitnehmen müssen. Mit denen müssen wir über diese Fragen gleichermaßen einen Dialog führen, weil sie sich ja unmittelbar bedroht fühlen. Bei dieser unmittelbaren Gefühl der Bedrohung sind sie natürlich darauf angewiesen, dass wir, ich sag mal am Beispiel der Ukraine, zu einer Situation kommen, dass es zur friedlichen Konfliktlösung kommt. Die darf man nicht aus dem Blick nehmen.
Man darf sie nicht zur Seite legen, man darf sich nicht daran gewöhnen, dass die Situation so ist, wie sie ist, sondern muss immer dranbleiben und immer auch Russland dazu herausfordern, die nächsten Schritte des Dialoges zu tun, damit man in diesem Gleichklang oder in diesem Nebeneinander, sagen wir, von auf der einen Seite deutlich zu machen, wir sind auch wir bereit, aber wir wollen Dialog, weil friedliche Lösungen entstehen nur im Dialog. Deshalb die Formate auch weiter zu nutzen, sagen wir Weimarer Dreieck. Egal wie lebendig es ist, dann muss man eben wieder Leben einhauchen und auf Russland zugehen. 100%, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, dass wir gerade das Weimarer Dreieck nicht nur im militärischen Bereich, auch im politischen Bereich reaktivieren müssen, sobald in Warschau eine Regierung amtiert, die dazu bereit ist. Und die Regierung Kaczynski hat jetzt schon im Parlament keine Mehrheit mehr. Wir werden uns ganz sicher mit dieser Regierung politisch hart auseinandersetzen müssen, weil man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Unterstellung der Justiz unter einen Parteipolitiker als Justizminister, also dass der Justizminister, der der Staatsanwaltschaft Anweisungen gibt, der Justizminister sich die Richter unterstellt. Das muss man sich mal vorstellen. So was in Deutschland liefe, das geht nicht. Ein schwerwiegender Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Und ich glaube, dass man mit der Regierung in Warschau darüber reden muss, dass, wenn sie das nicht ändert, es zu finanziellen Sanktionen kommen wird. Der Rechtsstaatsmechanismus lässt das jetzt zwischenzeitlich zu. Aber irgendwann, glaube ich, werden wir vor allen Dingen darauf setzen müssen, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Polen zu einer anderen Erkenntnis kommen. Ich glaube, da gibt es gute Chancen, dass es bei den nächsten Wahlen nicht mehr zu einer Wiederwahl der Kaczynski-Regierung kommt. Das ist natürlich die Souveränität des polnischen Volkes. Aber es wäre schon Glück für die Europäer, sowohl in der Politik der EU als auch in der Sicherheitspolitik der EU und damit auch innerhalb der Verteidigungsstrukturen der NATO und anderer Organisationen. Ich denke mal an die OSZE, an den Europarat. Es gibt ja viele dieser multilateralen Strukturen. Wäre das Weimarer Dreieck für die innere Stabilität Europas von besonderer Bedeutung? Da teile ich deine Meinung. Ich denke noch an eine Konferenz in Warschau. Es ist nur 2 Jahre, glaube ich, hier mit den Äußerungen der Vertreter der polnischen Regierung in der konflikthaften Situation. Also ihr da in Deutschland, seid mal schön ruhig, wir haben euch den Osten als Markt geöffnet und dafür wollen wir jetzt von euch die entsprechenden Mittel aus dem europäischen Haushalt haben. Ja. Wenn das Verständnis von Europa ist, dieser Partei, nicht anderer, sondern dieser, das ist dann aber auch ein Verrat an der eigenen polnischen Sache, weil da war die Art deutlich anders und auch konfliktminimierender, wo andere ja vorher versucht haben, Konflikte rauszunehmen. Und diese nationalistischen Linien, die sich ja, ich gucke nach Ungarn, klar, ist ja, glaube ich, ein Kernbestandteil der europäischen Auseinandersetzung mit diesen Staaten, sich von ihnen auch nicht sprengen zu lassen. Nicht sprengen lassen und damit auch nicht schwächen zu lassen. Weil bei den Feldern, die wir auch gerade schon so angesprochen haben, braucht man ein starkes und möglicherweise auch einiges Europa, um diese Rolle auf der Weltbühne auch spielen zu können. Eindeutig. Ein anderes Thema, das immer wieder im Laufe der letzten Wochen und Tage auch wieder so auf den Tisch gekommen ist, die Frage des Verhältnisses zwischen Europa und China. Lässt sich ja nicht mehr trennen, weil ich schaue in einige, sagen wir auch europäische Länder und sehe eine mehr oder weniger starke chinesische Präsenz. Meiner Meinung nach aber auch ein geschlossenes, mehr oder weniger oder stärker geschlossenes Bild oder ein geschlossenes Verhalten Europas gegenüber China hat, aber auch mit China. Weil es kann nicht und darf ja nicht nur gegeneinander sein, sondern es muss ein Miteinander sein. Für China gilt das, was für die Russische Föderation gilt, für die Regierung in Moskau. Ohne Peking gibt es keine Lösung weltweiter Konflikte.
Man braucht sich aber auch über China keine Illusionen zu machen. Die chinesische Außenpolitik, die chinesische Wirtschaftspolitik ist unter Xi Jinping eine andere als unter seinem Vorgänger. Und China ist zwischenzeitlich eine Weltmacht, die auch Weltmachtpolitik betreibt. Und eine Weltmachtpolitik bedeutet immer, dass man einer expansiven Wirtschaftspolitik, auch einer expansiven Militärpolitik im südchinesischen Meer, als Demokratiengemeinschaft, die wir als Europäer sind, entgegentreten muss. Und dazu brauchst du aber ein Konzept und braucht sich ja keine Illusionen zu machen. China ist nicht mehr in der Situation, dass es sich von irgendjemandem Belehrungen erteilen lassen will, Lektionen erteilen lassen will. China hat eher die Haltung, wie das im 21. Jahrhundert in dieser Welt läuft, bestimmen wir, zumindest bestimmen wir es an entscheidender Stelle mit. Und dann muss man sich das autoritäre chinesische Regime anschauen und muss es vergleichen mit unserer westlichen Wertegemeinschaft. Und da ist die Frage an die Europäer, an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die: Der größte Binnenmarkt der Welt, der reichste Markt der Welt, hat 440 Millionen, die 27 Staaten Einwohner. China hat 3,5-mal so viele Einwohner. Und trotzdem sind wir ökonomisch immer noch stärker. Aber das chinesische, übrigens auch das russische strategische Ziel ist die Spaltung der Europäer, weil sie wissen, in dem Moment, wo die auseinanderbrechen, sind sie kein Gegner mehr. Sind sie kein Konkurrent mehr. Denn eine große mittlere Provinz in China hat 80 Millionen Einwohner. Eine große mittlere Provinz, so viel wie wir. Und deshalb ist die entscheidende Frage, um auf gleicher Augenhöhe mit denen agieren zu können, brauchen wir die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit. Und all diejenigen, die von Russland bezahlten oder Russland-affinen Oppositionsparteien in Europa, antieuropäische Parteien, wie zum Beispiel die AfD, die ihr bei uns gegen Europa hetzt, den europäischen Superstaat und all das, Europa der Vaterländer, Renationalisierung, betreiben nur das Geschäft von Putin und Xi Jinping, die nämlich wollen, dass China auf der Höhe Sebastian Kurz Xi Jinping verhandeln muss. Da sagt der Xi Jinping, dem was er zu tun hat. Oder aber Repräsentanten der Europäischen Union, die dem sagen, also wenn du auf unseren Markt willst, dann wollen wir auch auf deinen Markt Gleichberechtigung. Wenn du auf unseren Markt willst, müssen wir bestimmte Standards einhalten. Ökostandards, Menschenrechtsstandards. Das ist eine völlig andere Ebene. Deshalb glaube ich, dass diese Nationalisten, die die EU von innen schwächen und sich finanzieren lassen aus Moskau. Muss man sehen, Marine Le Pen bekommt nicht in Frankreich von irgendeiner Bank einen Kredit, sondern wird von der Sberbank, also einer russischen Bank, finanziert. Die betreiben das Geschäft anderer und verspielen die Chancen, die Demokratiechancen der nächsten Generation. Und damit schließt sich der Kreis, denn das ist nicht nur ein ökonomischer Wettbewerb, sondern auch ein Wettbewerb politischer Systeme. Und wenn wir auf Dauer unsere freiheitlichen Demokratien verteidigen wollen, dann müssen wir uns gegen die, die sie von innen zerstören wollen, wehren, genauso wie gegen die, die von außen sie ganz klar als unsere Gegner definieren. Übrigens, Donald Trump gehörte da genauso zu. Ja, und seine Twitter-Tiraden gegen europäische Einigkeit und gegen europäische Bestrebungen, bei dem, was die USA unter ihm auch in einzelnen europäischen Ländern ja so sehr praktisch getan haben, wo das man immer wieder erfahren hätte, war auch alles dafür zu tun, in sehr konkreten, praktischen Fällen in Europa zu spalten. Und da sind wir, glaube ich, manchmal an der Stelle auch zu langsam gewesen. Und ich glaube, wir haben auch manchmal nicht genau hingeguckt, weil das dagegen arbeiten. Ich denke dann wieder an die polnischen Abgeordneten, mit denen man diskutiert über demokratische Resilienz in Europa, die zum Teil den Inhalt nicht verstanden haben, gehört dann mal, was für eine Resilienz ist das? Er sagt, ja, wir reden nicht nur über Werte, sondern wir reden auch darüber, dass sich diese Werte in praktischer Politik niederschlagen. Erfahrbar für die Menschen, die sehen, das ist nicht irgendetwas, was fern ist, sondern ganz nah bei ihnen ist und ihr auch ein Garant dafür ist, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie es leben.
Und das immer wieder deutlich zu machen, immer wieder zu unterlegen, wieder klar zu machen, das ist eine Forschung von Resilienz, die sich nicht nur auf die Härtung von Internet und Härtung von technischen Systemen bezieht, sondern sich vor allem auch auf die Überzeugung in den Herzen und Köpfen der Menschen bezieht. Also die in die europäische Idee brennen. Klar. Meine Erfahrung in den letzten Wochen mit jungen Leuten, also Studentinnen und Studenten in Runden der Studenten ohne Grenzen, die für so eine Idee brennen, aber große Sorgen haben, dass ihnen das Feuer ausgemacht wird. Genau von solchen Bestrebungen heißt für mich vor allem die Jugend in den Blick dabei zu nehmen. Also wie geht man an Universitäten um, wo sind die Menschen, die die Idee auch treiben und die auch entsprechend zusammenzubringen. Und klar. Da sehe ich wirklich große Flammen, die da brennen, die diese Idee auch haben und die auch gerade gemerkt haben, was es eigentlich bedeutet, Grenzen nicht mehr überschreiten zu können, frei. Auch eine Folge von Corona, ja. Nicht mehr reisen zu können, eingemauert zu sein in irgendwo in Städten, sich nicht bewegen zu können, dem ist ein Stück Idee der Freiheit an der Stelle auch geraubt worden. Aber auf der anderen Seite haben sie auch gemerkt, wie hoch dieser Wert ist, dessen, was sie da erlebt haben und erleben können. Und darauf muss Europa auch wieder aufsetzen. Also wenn ich Bildungsprogramme sehe, nur darauf aufsetzen, dass diese jungen Menschen da vorankommen. Klar, ich habe während der Pandemie ja ähnlich wie du erlebt, aber ich hier an der Grenze, wo ich wohne, wie die Leute plötzlich irritiert waren, dass die Grenzen zugingen. Das kennen sie nicht. Und war ganz erstaunt, wie so die Grenze nach Belgien, dann in den Niederlanden, Luxemburg, die ist zu. Und ich habe dann auch den Jubel der extremen Rechten gesehen, die ja jetzt plötzlich das hatten, was sie haben wollten. Nämlich, dass wieder Grenzen da sind. Und die Hoffnung, das bleibt jetzt so. Die Leute haben sich aber nicht gefreut, dass die Grenzen zugingen, sondern so, wie du das gerade beschrieben hast, die jungen Studentinnen und Studenten, aber alle anderen auch, auch ganz einfache Leute. Und dann plötzlich gesagt haben, unser Herr Schulz, warum kann ich jetzt nicht mehr nach Holland fahren? Corona, ja, was soll das denn? Die Leute haben sich gefreut, als die Grenze wieder aufging. Haben sich gefreut, als sie geschlossen wurde, sondern sie waren froh, als sie wieder aufging. Das, finde ich, ist ein europäischer Mehrwert. Ein europäischer Fortschritt. Und in allen Problemen gibt es manchmal eben auch Gutes, nämlich die Erkenntnis, wie gut es ist, dass die Grenzen offen sind. Und wie fragil das alles ist, konnte man auch an der deutsch-französischen Grenze im Saarland sehen. Oder so plötzlich so ein Innenminister von der CDU sagt, ja, wir sind froh für jeden französischen Intensivpatienten, den wir nicht kriegen. Kann man so einen Satz sagen. Das ist dann ganz schnell begradigt worden. Auch das ist der Satz selbst eine Katastrophe, aber dass jede Menge Leute draufgesprungen sind und gesagt haben, nee, so geht das nicht. Das ist nicht unser Europa. Und das dann auch beseitigt haben und dann plötzlich die Solidarität doch entstand, weil wir eben eine Solidargemeinschaft sind. Das habe ich alles als sehr positive Faktoren gesehen. Die Leute brauchen eine Schrecksekunde, um zu sehen, wenn wir nicht aufpassen, dann gibt es Kräfte, die wollen das zurückentwickeln. Also müssen wir aufpassen, um es zu erhalten. Das, finde ich, ist das Positive. Und wir müssen jetzt auch in den ganzen Katastrophen, die wir da erlebt haben, ob das die klimabedingten Waldbrände sind, die Überschwemmungen. Wir brauchen auch eine europäische Kooperation auf dieser Ebene, um viel effektiver zu sein. Da kommen übrigens, wenn ich das mal an den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses sage, was die Infrastruktur angeht, was die Gerätschaft angeht, ja auch der militärischen Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle zu. Denn ohne die Bundeswehr hätten wir auch hier eine ganze Reihe von Dingen in den Flutgebieten. Hier in meinem Wahlkreis, Eschweiler Stolberg, sind massiv betroffen gewesen. Die Eifel war massiv betroffen. Ich will das hier auch mal sagen, dass wir der Bundeswehr sehr, sehr dankbar waren für all das, was die Soldatinnen und Soldaten da wirklich in unermüdlicher Arbeit geleistet haben. Aber die hatten eben auch die technische Infrastruktur, um das leisten zu können. Da kommt auch auf der europäischen Ebene die Notwendigkeit einer vertieften Kooperation auf uns zu, verkürzt von der internationalen Friedenspolitik.
bis zur unmittelbaren Bewältigung der Probleme vor Ort brauchen wir eine intensive europäische Kooperation. Ja, wir brauchen die gemeinsamen Fähigkeiten. Also ich sage mal, Hubschrauber, ja. Flugzeuge und Hubschrauber zur Waldbrandbekämpfung oder auch zur Rettung. Und die Zusammenarbeit an der Stelle, die Entwicklung auch des schweren Gerätes, das in der Lage ist, solchen Katastrophen auch konkret zu helfen. Wir brauchen da die gemeinsamen Kapazitäten, um die auch schnell in Europa von A nach B bringen zu können und nicht im Zweifelsfall umzuspuren und was noch immer da eine Rolle spielt. Deshalb ist es ja gut, dass im Rahmen dieser PESCO diese Frage der militärischen oder ich sage mal nicht nur militärischen, sondern Mobilität an der Stelle in Europa insgesamt mit eines der zentralen Projekte ist, an denen wir auch gemeinsam mit den Niederländern arbeiten. Ja. Und auch Führungsrollen übernommen haben, um da Vorstellungen auch in der Führung solcher Situationen auch übernehmen zu können. Das wird gerade von dem Hintergrund auch der Folgen eines Klimawandels, wenn wir bei Katastrophenschutz sind und den Hilfen, die man organisieren muss, das europaweit zu koordinieren, die Fähigkeiten da zu haben und auch schnell agieren zu können, glaube ich, auch eine Aufgabe sein, die auf einer europäischen Ebene stärker entwickelt werden muss und geführt werden muss. Das geht nicht von irgendwo her, sondern man braucht die gemeinsamen Einsatzpläne. Man braucht die Vorstellung, wie das geht. Man muss wissen, wer sind die Ansprechpartner, wo ist das Gerät. Man muss es gemeinsam auch üben, damit man auch sehr schnell agieren und reagieren kann. Und ich glaube, dass gerade auch an der europäischen Ebene, wir brauchen da immer den wärmeren Militärstab. Das ist eine, alles andere sind zivile Aufgaben. Aber auch unsere Vorstellung von zivil-militärischer Zusammenarbeit und wie organisiert man es, ist eine Folie, auf der man auch europäisch auch weiterarbeiten kann und die auch weiterentwickeln kann. Das halte ich für dringend erforderlich. Und ich glaube, dass wir das auch vorantreiben müssen. Aber da wirst du dich in der nächsten Wahlperiode im Bundestag sicher intensiv mit befassen. Ich kann als Vorsitzender der Ebert-Stiftung nur begrenzt helfen, operativ. Aber die Diskussionen über all die Themen, die wir gerade ansprechen, die muss meiner Meinung nach die Friedrich-Ebert-Stiftung aufgreifen und national wie europäisch vorantreiben. Ja, gerade in dem Kunst. Wir haben ein paar Formate mit den französischen Kolleginnen und Kollegen, in denen man diese Ideen einbringen kann. Es gibt aber noch einen zweiten Ansatzpunkt, an dem man intensiver ansetzen muss, meiner Meinung nach. Das ist die Kooperation mit den britischen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zwischen unseren Verteidigungsausschüssen vor 2 Wochen eine Videokonferenz gemacht. Dringende Bestreben der britischen Kollegen, doch so etwas gerade mit dem Bundestag und den, zu machen. Und den deutlichen Hinweisen, Aufforderungen, Angeboten auch zu mehr Kooperation jenseits eines Brexit. Haben wir gesagt, ja, Großbritannien gehört zu Europa, ist überhaupt gar keine Frage. Aber dort auch Kooperationsformen intensiver zu entwickeln, die das, was getrennt worden ist, auch perspektivisch wieder zusammenbringen kann. Weil die Situation, wie sie eingetreten ist, eine ist, die sich irgendjemand gewünscht hat, auch eine Mehrheit der Briten nicht. Also ist es, wie es ist. Wie sieht das aus deiner Sicht heraus aus? Siehst du da Ansatzpunkte, wo man auch wieder stärker zusammenkommen kann? Ich glaube, dass alle Ansätze, die dazu beitragen können, dass die unterbrochenen Kommunikationskanäle aufrechterhalten werden, sind gut. Und die sind wichtig. Und da gibt es 2 Lager. Ne? Es gibt die in der englischen, in der britischen Politik Glaubwürdigen, die sagen, wir waren gegen den Brexit und wir müssen jetzt schauen, dass wir kitten, was gebrochen worden ist, damit wir zusammenbleiben. Und dann gibt es diejenigen, die dem Deutschen Bundestag die Angebote unterbreiten, lasst uns doch bilateral kooperieren, deren Ziel ist aber nicht, das, was du beschrieben hast, zusammenzuhalten, sondern Parallelstrukturen zu schaffen, die Großbritannien Privilegien einräumen sollen,
die Sie im bilateralen Konzept mit Deutschland, Frankreich, anderen Ländern haben, ohne dass umgekehrt wir die gleichen gleichberechtigten Privilegien Großbritannien gegenüber haben. Das kannst du ganz stark, weniger in der Sicherheitspolitik, aber das ist das stark in der Innenpolitik. Großbritannien möchte, dass seine Bürgerinnen und Bürger auf dem europäischen Festland behandelt werden wie EU-Bürger, verweigert aber umgekehrt den EU-Bürgern auf den britischen Inseln die gleichen Rechte. Und wenn man da offen mit denen drüber redet, was soll das, dann sagen die, ja, das ist ja nicht gegen Deutsche gerichtet, sondern gegen, ja, wenn du dann fragst, gegen wen denn? Ja, ich will das jetzt hier nicht näher ausführen, aber gegen ganz bestimmte Bevölkerungen in Europa. Woran du sehen kannst, dass dahinter eine Art von Akzeptanzhierarchie steckt. Deutsche, Franzosen, herzlich willkommen. Menschen aus anderen Regionen Europas, nein, danke. Das sind so Sachen, da muss man aufpassen. Das ist jetzt, glaube ich, in der Verteidigungspolitik in deinem Bereich weniger der Fall, weil klar, Großbritannien, ganz wichtige NATO-Macht, ganz wichtiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Veto-Macht. Da müssen wir als Bundesrepublik Deutschland eng in diesem Rahmen mit zusammenarbeiten. Aber im Rahmen EU-Großbritannien rate ich dringend dazu, keine Parallelstrukturen zuzulassen. Das hätten sie gerne, vor allen Dingen die Tories. Das ist bei unseren Kollegen der Labour Party völlig anders. Keir Starmer, der Chef der Labour Party, ist ein langjähriger Europapolitiker und Chefverhandler der Labour Party für den Brexit oder besser gesagt gegen den Brexit gewesen. Der sieht das anders, unsere Labour-Kollegen 100% anders, aber ich bin bei den auch bei den Lib Dems anders, auch bei der Scottish National Party anders. Aber bei einem Teil der Tories muss man da sehr große Sorgfalt walten lassen. Ja, merkt man in den Runden sehr deutlich, dass die Haltungen derjenigen, die da waren, genau an der Stelle auch waren die Linie keine gemeinsame mehr, sondern es ging an der Stelle auseinander. Hinterher kamen dieselben Überschriften darüber. Aber bei dem, was, ich sag mal, immer was in der Tüte drin war, merkte man sehr deutlich, dass es doch unterschiedliche Tüten waren. Haben wir auch deutlich gemacht, also es gibt keine Rosinenpickerei an der Stelle. Wo man sich raussuchen kann, was man jetzt so gerne hätte und den Rest lässt man zur Seite liegen. Wir lassen uns Europa an der Stelle noch 2, 3, 4 Mal spalten und auseinanderjagen und auseinanderbringen. Da muss man es immer sehen, mit einer geschlossenen Haltung zu tun haben. Mhm. Das war nicht so ganz angenehm, muss aber auch nicht, weil da jetzt dann auch nur streitbar sein und das offen auch miteinander austragen. Ja. Ein anderes Thema noch, das, glaube ich, in Europapolitik in der nächsten Zeit auch eine Rolle spielt, und diese Frage der finanziellen Ausgleiche. Wie geht man da miteinander um? Was macht man zum Beispiel in der Angleichung der Steuerpolitik? Die Gefälle gibt es ja immer noch. Auch da gibt es ja, sehe ich, Rosinenpickerei einzelner Länder und Staaten gegenüber anderen, um sich darüber Vorteile zu verschaffen. Siehst du dann eine Möglichkeit oder wie wahrscheinlich ist es, dass wir an der Stelle auch zu einer Angleichung der Verhältnisse kommen? Es ist ja auch eine Frage der Gerechtigkeit der Länder untereinander. Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen, Wolfgang, zwischen zwei Ebenen. Wir haben 19 Mitgliedstaaten der 27er Union, die den Euro eingeführt haben und die Eurozone bilden. Diese Staaten sind mit einer gemeinsamen Währung in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum eine Schicksalsgemeinschaft eingegangen. Der Euro hat sich als eine sehr stabile, sehr resistente, alle Krisen gut überlebende Währung bewiesen. Wir haben jetzt mit diesem gemeinsamen Wiederaufbaufonds zum ersten Mal den Schritt gemacht, gemeinsame Anleihen aufzunehmen, die Glaubwürdigkeit und Stärke des Euro im Verhältnis zum Dollar und anderen Währungen der Welt richtig untermauert haben. Ein großer Erfolg übrigens auch von Olaf Scholz, der das gemeinsam mit Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister, verhandelt und ausgehandelt hat. Ein Riesenschritt nach vorne. Und dann sind wir bei einem Punkt. Das sind die positiven Dinge, dass die Mitgliedstaaten der Eurozone sich aber untereinander einen Steuerwettbewerb liefern. Das ist absolut inakzeptabel. Das heißt, es sind Staaten, die haben eine gemeinsame Interessenlage,
ihre Wirtschaft zu stärken, unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen in ihrem Euro, in ihrem Währungsraum zu bekämpfen, daher Geldtransfer, Strukturpolitik, Regionalpolitik, die Finanzausgleiche, wie du das genannt hast. Und auf der anderen Seite machen sie sich um Unternehmen Konkurrenz wegen Dumpinglöhne. Kein gemeinsamer Mindestlohn in Europa ist zum Beispiel so ein Problem, das auch angepackt werden muss, in Steuerkonkurrenz. Das haben wir hier an der Grenze, am besten oft erlebt, wenn ich als Bürgermeister hier bei mir in meiner Heimatstadt Gewerbesteuer hatte oder eine Körperschaftssteuer oder eine Unternehmenssteuer X und die Niederländer auf der anderen Seite sagten, wir gehen da 3% runter, haben mir die Firmenbosse gesagt, dann gehen wir auf die andere Seite der Grenze. Da brauchen wir weniger zu zahlen. Nehmen die Arbeitsplätze mit. Das war hier nicht so schlimm. Aber wenn du ein Unternehmen deswegen von West nach Ost verlagerst, sind die Arbeitsplätze weg, die Steuereinnahmen weg und die Regionalpolitik, die Infrastruktur dafür schafft, dass die Firma da hingehen kann, wird aus dem gemeinsamen Steuertopf finanziert. Also Steuerkonkurrenz ist das Letzte, was wir uns leisten können. Deshalb brauchen wir europäische Mindeststeuersätze, die nicht unterschritten werden dürfen. Wir brauchen Steuertransparenz, ganz wichtig auch gegenüber Österreich und Luxemburg. Übrigens teilweise auch gegenüber den Niederlanden. Und das andere sind die Nicht-Euro-Staaten. Die Staaten, die an diesem Binnenmarkt teilnehmen, aber nicht der Eurozone angehören. Und zwei davon haben wir eben schon mal genannt, Ungarn und Polen. Sind beides keine Euro-Staaten, gehören aber zu den großen Nettoempfängern der Europäischen Union aus dem Topf. Und das muss sich ändern. Da bin ich, das weißt du, ich habe das auch in der Bundestagsfraktion angesprochen. Ich bin dafür, dass wir die Finanzstruktur der Europäischen Union völlig auf neue Füße stellen. Es kann nicht sein, dass wir, das gilt in unserer Flüchtlingspolitik genauso, wir finanzieren, Polen ist der größte Nettoempfänger in der EU, nimmt keinen einzigen Flüchtling auf. Das geht nicht. Ja, ich meine gerade auch so an dem letzten Punkt, um das Thema auch immer der Flüchtlingspolitik aufzunehmen. Ich höre unseren Innenminister, den Seehofer, vor 3 Wochen. Große Flüchtlingsströme kommen aus Afghanistan. Alles Quatsch. Alles dummes Zeugs. Und glaube, eben nur einer der Situation geschuldet, dass die CDU kein Thema hat und sagt, und da mit solchen Ängsten arbeitet. Das fand ich schon sehr tätlich. Auch was die politische Kultur und die Diskussion in Deutschland an der Stelle bedingt, weil es wollte Ängste schüren. Und Ängste schüren ist keine Grundlage für eine vernünftige Politik. Aber die Diskussion bricht ja jetzt wieder auf, obwohl ich aus meiner Sicht heraus sage, aus Afghanistan kommen keine 100.000 Millionen von Menschen. Wieder das Interesse, ich rede nicht über Ortskräfte, nein, das ist was anderes, sondern es geht um die Nachbarstaaten. Und deshalb ist es auch richtig, wenn der Heiko Maas da gerade mit den Nachbarstaaten um Afghanistan die Frage stellt, wie können wir euch helfen? Wie sieht das aus seiner Sicht heraus? Es war ja auch so eine Forschung der Grünen. Wir müssen jetzt vor allem über Kontingente der Aufnahme reden. Und gefragt habe, welche Kontingente wollen wir aufnehmen von Menschen, die gar nicht aufgenommen werden wollen, weil sie sogar nicht da sind? Ja, zunächst mal ist das so, dass ich Seehofer nicht verstanden habe, wie er mit solchen Zahlen operiert. Das erklärt sich mir mehr daraus, dass in seinem Ministerium Leute operieren, die den Minister auch politisch tendenziell informieren. Mein Eindruck ist, dass im Bundesinnenministerium Seilschaften sitzen, oder was heißt Seilschaften, also Gruppen von Beamtinnen und Beamten sitzen, die eine bestimmte politische Tendenz haben, die sich bestimmt auch gefreut hätten, wenn der Herr Maas ein Staatssekretär geworden wäre. Und dass Seehofer das relativ schnell korrigiert hat, war ja gut. Da hat er dann gesagt, naja, so viel wird es nicht werden. Aber solche Tendenzen finde ich immer verdächtig. Es ist jetzt sicher auch zusammengebrochen, weil die Bevölkerung dieses Landes klüger ist und die Menschen gesehen haben, dass das nicht so sein wird. In der Prioritätenliste, die ich heute in Deutschland trend und im Politbarometer gesehen habe, ist an allererster Stelle als Problem der Menschen soziale Gerechtigkeit. Das kann ich auch gut nachvollziehen, denn wir sind in vielen Bereichen, braucht die Bundesrepublik Deutschland
eine grundsätzliche Reform der sozialen Gerechtigkeit. Das habe ich schon vor 4 Jahren im Wahlkampf als mein zentrales Thema adressiert. Und das werden wir jetzt auch anpacken. Deshalb, dieser Angstmacher funktioniert nicht. Betreibt höchstens das Geschäft der notorischen Angstprofiteure, der Profiteure der Angst von der AfD. Aber das funktioniert nicht. Du hast 100% recht, der Heiko macht das genau richtig. Die Vorstellung, dass da jemand aus Afghanistan weg will und sein Hauptanliegen ist, 5000 Kilometer zu Fuß zu laufen, damit er nach Deutschland kommt, ist Blödsinn. Die Leute wollen Schutz, aber wenn sie den Schutz in Pakistan, in Tadschikistan, in Usbekistan, in der Türkei bekommen, dann nehmen sie den Schutz dort. Das ist da völlig klar. Und deshalb müssen wir diesen Ländern auch helfen. Die Türkei nimmt nach wie vor ganz, ganz viele Flüchtlinge auf. Man kann über Erdogan denken, was man will. Aber wenn er sagt, Leute, wir haben auch Kapazitätsgrenzen, wir brauchen eure Hilfe, hat der Mann recht. Und deshalb sollte man ihm die Hilfe auch geben. Das gilt für Pakistan genauso. Und deshalb finde ich das sehr richtig, dass der, oder für Tadschikistan oder Usbekistan, deshalb hat der Heiko völlig recht, wenn er mit diesen Ländern jetzt im Moment verhandelt. Und wir sollten denen auch die Finanzhilfen geben, die sie brauchen. Es wird nicht zu dieser Flüchtlingswelle kommen. Ich will hier an der Stelle einen sagen, Wolf, ich habe die letzten 17 Tage intensiv damit verbracht, sehr diskret unsere Ortskräfte aus Kabul rauszureden. Also unsere Ortskräfte sind die Ortskräfte der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch die der Adenauer-Stiftung oder der Böll-Stiftung. Wir sind jetzt alle, auch dank der wirklich großen Hilfe der pakistanischen Regierung, der pakistanischen Botschaft in Berlin und auch von Heiko Maas und seinem Krisenstab, jetzt alle in Sicherheit. Dafür will ich auch mal ausdrücklich Dank sagen. Das will ich auch am Montag in der Fraktion tun. Denn es ist immer ganz schnell, ne, so über einen Minister öffentlich herzufallen. Ich finde, dass Heiko Maas in der Zwischenzeit eine ganze Menge rausgeholt hat. Jedenfalls für meine Leute hat er eine Menge rausgeholt. Und ich würde mir schon wünschen, dass bei aller berechtigter Kritik dann aber auch der berechtigte Dank abgestattet wird. Ja, ich will diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um an der Stelle auch etwas, auch mal was klarzustellen. Diese Kritik an dem, die da an Heiko Maas gekommen ist, von wegen, die Ortskräfte sind nicht da rausgeholt worden und so. Im April sind wir angefangen, diese Frage intensiver zu stellen und auch darauf hinzuweisen, dass da etwas angesichts der Lage, die man sah, etwas tun musste. Und dann waren es genau die Kräfte im Innenministerium, die du beschrieben hast, die dieses verhindert haben, die erstmal uns eine Diskussion aufgezwungen haben, über welches Verfahren und wie stellt man die Prüfung für Visa, wie macht man das in Afghanistan, was ist die Kernfamilie und nur für 2 Jahre aufnehmen. Und man musste sie ja sozusagen mit der Brechstange zwingen, weil sie für das Verfahren zuständig sind, das zu erweitern auf die Situation seit 2013 und die Ortskräfte, die seitdem beschäftigt waren. Deshalb der Heiko Maas ist an der Stelle der völlig falsche, irgendwelche Vorwürfe an ihn zu adressieren, weil es war das Innenministerium mit genau dieser Beamtenschar, die du da genannt hast und die ich glaube da auch am Werke sehe. Ich glaube, eine zukünftige Bundesregierung muss sich dieses Ministerium mal sehr genau anschauen, welche politischen Kräfte da eigentlich am Werke sind. Dringender Veränderungs- und auch Reformbedarf, das Ministerium mal wieder neu hinzustellen, damit Das humaner in der Arbeit ist und nicht diese ablehnende Haltung, auf die man da immer wieder trifft. Genau. Große Aufgabe, ja, aber ich glaube, in einer zukünftigen Bundesregierung wird es ja auch keinen CDU-CSU-Innenminister mehr geben, bin ich mir ganz sicher. Ja. Und dann wird das da vielleicht anders werden. Ich denke, es wird auch keine CDU-Verteidigungsministerin mehr geben. Auch das wird einiges dann anders werden. Toi, 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 dass das alles mal gut geht. Aber ich bin da guten Mutes. Das ist ein Thema Wahlkampf, wenn wirklich CDU-Mitglieder an Infoständen auf uns zukommen und sagen, diesmal wählen wir euch, weil mein eigener Verein kann ihn nicht wählen. Das hatte ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also eine solche Stimmungslage. Genau. Und deshalb, glaube ich, werden unsere Vorstellungen eines
friedlichen, sozialen Europa in der neuen Bundesregierung wesentlich besser in guten Händen sein, als das mit einem Koalitionspartner CDU/CSU überhaupt sein konnte. Lieber Martin, vielen Dank. Ich sage mal, unsere Zeit für den Schnack ist rum. Vielen Dank. Heißt das in Westfalen nicht schnacken, Kopf in den Nacken? Das ist nochmal was anderes. Aber vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir werden das auch weiterhin tun. Du in deiner Rolle und Verantwortung als Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung. Aber ich glaube, da werden sich viele Punkte ergeben, an denen man auch diese Zusammenarbeit dann auch weiter fortsetzen kann. Und miteinander sprechen ist sowieso immer wichtig. Super. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank. Bleib gesund. Und wir hören und wir sprechen uns. Montag in der oder Dienstag in der Fraktion sowieso nochmal. Montag. Genau. Martin, mach's gut. Bis die Tage. Tschüss. Alles klar. Ciao.